Wir sind wieder zurück bei Minecraft Sommerland. Hör auf mich zu hauen. Blödes Popo-Gesicht. So, und wir gucken hier uns nochmal unsere schöne Gegend an. Mit dem halbwegs zerstörten Turm, der natürlich noch nicht fertig ist. Wir wollen den nachts nachher noch ein bisschen realistischer gestalten. Und mal Genau. hier ein bisschen vorankommen. Ja, der Dennis ist hier dabei, wie man sieht. Ja. Ja, Jung fliegt und er. die nette Hui. Community hat uns in der letzten Folge haben wir einen kleinen Hui. Aufruf gemacht, ne, Taroslos, und haben gesagt, die Ja. Jungs und Mädels sollen uns doch mal ein paar Vorschläge für den Turm schicken. Hast du was am Start, Junge? Ich habe gesagt, du sollst mal luren. Ja, ich habe gelurrt, Ja, dann aber sag jetzt habe ich mal. den Namen, jetzt habe ich den Namen nicht auf dem zweiten Monitor Ach, du bist doch eingeblendet. ein Rotzlöffel, Alter. Du wusstest das doch vorher, dass ich die nicht hier drauf Okay, habe. Ich dann habe vorhin schon benennen gesagt. wir den Turm in der nächsten Folge. So machen wir Okay, das. machen wir So. so. Ja, oder. Ja, wir wollen ja Oder, den Turm oder. ein wenig realistischer gestalten und da hat einer was Tolles in die Kommentare geschrieben. Wir Wow. spielen mit dem Wow. Lieblingswerkzeug vom Taros und von mir Werkzeug natürlich. hast du gerade gesagt? Werkzeug. Schlecht, Ja, irgendwas. Alter. Oh mein Und Gott. zwar TNT. Ja, dann setz doch mal einen Block, aber der muss hier rein, ne, auf die Seite hier. Hier müssen wir noch ein Loch Da machen. wo ich mal. Ja, ne, Meinst du hier? ein bisschen tiefer. Nee, 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 jetzt. Nee, das passt schon so, das passt schon so. Ja, so hoch? Ich mach das schon, ich mach das schon. Ja. Ich Richtig bin mach, gespannt, Mann. ne? Ich bin Du gespannt. hast die Idee. Ne, die einer von der Community TNT. hat das in den Kommentaren geschrieben. Und das Let's Ja, Play, das der hat die Taros anderen und ich. entschieden. Ja, also weißt du, ich zeige mir den Finger mal auf andere. Der Taros und ich, wir wollen das so machen, dass wir immer so ein interaktives Let's Play von Minecraft machen, dass wir Achtung! euch immer sehr, sehr oft fragen, was man da machen kann und so weiter. Also immer schön in die Kommentare beteiligen. Und Kabumba! Wow. Naja, da muss schon Ist mehr halt Blöcke verwenden. ein sehr gut gebauter Turm, sagen wir so. Ja, ne, der ist Er auch hat halt viel schön. Stand gehalten. Moment, warte, mach ich mal. Ich stelle mal die Musik ein bisschen runter. Mach ich mal so ein bisschen. Aber ich glaube, dann fliegt er uns komplett um die Ohren. Naja, du bist am Ende schuld. Trotz der Idee. Alter! Oh, das sieht aber nice aus. Das sieht richtig cool aus. Sieht echt so aus, als ob der. Jetzt müssen wir nur noch dafür sorgen. War ziemlich kaputt, ne? Aber Ja, okay. so soll das doch sein. Können wir. Stimmt, das sieht ja eigentlich gar nicht so übel aus. Der Turm ist halt schon, wenn man danach geht, der Turm ist schon mehrere hundert Jahre alt und der ist halt am Versiffen Richtiger hier, so weißt Turm. du? Ein richtiger Turm ist halt. Richtiger Turm. Muss ich mal natürlich einen Screenshot machen hier für Thumbnail. Taros, Für stell dich doch mal Thumbnail? Thumbnail. Stell dich doch einfach mal davor hier. Komm, erzähl dir mal live, wie das geht hier. Dreh dich mal um. Okay, ich stelle mich vor. Hallo, ich bin der Taros. Nee, so komm mal ein Ist es bisschen, so komm mal so genehm? zu mir geflogen, dass du so groß in meinem Bildschirm bist. Sag, wenn stopp. Stopp! Aha, Rüstung. Warte. Warte. Dua. Okay. Cool. Willst du auch ein Thumbnail machen? Thumbnail? Thump? Nein. Also, aber okay. Dennis, hör mal auf zu schweben, hat einer in die Kommentare geschrieben. Pass auf, was ich jetzt mache. Sieht aber schon, ja, doch. Doch, ich mag Kann ich unseren den Sound hier Turm. drin an? Was? Dick ist das, oh, cool. Nee, ich habe nur gerade mich sehr gewundert, dass ich Minecraft-Musik habe, was eigentlich fast nie der Fall ist. So, du erinnerst mich gerade. Ich habe ein bisschen. In den letzten Folgen warst du so leise, haben welche in die Kommentare geschrieben. Deswegen mache ich den Sound von Minecraft jetzt mal ein bisschen runter, damit man den Taroslos auch gut hört. So. Deine Mutter höre ich gut. Die mag dich gerne, habe ich gehört. Ja, es ist Ja? so, der Sarazar hat ja. Der spielt ja auch immer schön hier Sommerland und so weiter, aber wir spielen nicht mit ihm, denn Sommerland! das Ding ist, wir nehmen ja Der mag immer uns zu. nicht. Genau, das wollte ich jetzt nicht so sagen, weiß er. Psst. Bist du hin? Achso. Hier. Pass auf, Taros, ich habe eine Idee. Ich will jetzt hier an die Seite hier, ne? Ja. Hier will ich jetzt eine Burgmauer bauen. Am liebsten würde ich die Mauer hier hinbauen, dass sie hier so lang geht. Willst du nicht lieber symmetrisch so, dass sie direkt hier aneckt? Hier an dem Ding? Wo denn? Da. Ja, oder so. Ja, das Ja, ist aber symmetrisch. die soll schon sehr hoch sein, die Mauer, weißt du? Da soll man ja nicht einfach so Ah ja, reinkommen klar, die können. Mauer können wir so eigentlich hier hoch machen. Dann müssen wir aber erst hier unten alles zumachen. Kennst das ja, weißt du? Kennst das ja. Kiekste, Kiekste. Danach müssen wir einen Kiekste. Graben Okay, drum machen. Moment. Und dann haben wir natürlich schon So. was Schönes hier Also am hier erstmal ein Start. bisschen Gras rein, oder was? Ganz genau. Okay, jetzt ist es ein bisschen zu laut. Die Master wurde ein bisschen leiser, so jetzt geht's, glaube ich, besser. Der Taros war letztens im Phantasialand. Wie war's denn da? Erzähl doch Oh mal. ja. Oh ja. Habe ich noch gar nicht erzählt, ne? Nee. Ja, du magst mich ja nicht mehr, schreibst ja nicht mehr mit mir, ist Also, ja gut. Nein, aber nein. nein. Nee, erzähl mal, wie Es war's war denn? schön, weil du warst nicht da. Spasti. Nee, es war, ich war am Dienstag da und da war es halt ziemlich nass hier in Köln und Umgebung. Und Achso, ich das war dachte eigentlich zwischen ganz den cool. Beinen. Ja, da bin ich sowieso immer nass. Nee, es war aber eigentlich relativ cool, weil halt wenig los war.
Das einzige Blöde du warst war ja, halt du warst nur ja in der Woche, ja, stimmt, ja. Genau. Das einzige Blöde war halt nur, dass Mystery Cars hatte irgendwelche Wartungsarbeiten, da konnte ich nicht draufgehen. Was bist du denn alles gefahren? Also für alle, die mal im Phantasialand waren? Alles. In diese Chiapas-Bahn 6-mal am Stück gefahren. Ja, aber ich finde, die hat nur eine richtige krasse Stelle, wo es so ja, heftig aber das ist. Aber sonst ist sie ein bisschen low. So allgemein finde ich die einfach übelst geil. Ja. Was ich überhaupt ein bisschen fehlplatziert finde, ist diese komische Lasershow da drin. Ich fand die super. Da kann man übelst krass mit abgehen. So. Ja? Hast du erstmal den Stöger-Song angemacht, wa? Ich hab übel Stöger, ich hab richtig Party hart gemacht. das wird wieder dunkel. Times. Für alle, die nicht wissen, wer Stöger ist, der Trainer beim 1. FC Köln. Ach, das soll, glaube ich, bekannt sein. Ja, ne, man weiß es ja, und das ist übrigens die erste Folge, die ich mit dem brandneuen Internet der Telekom aufnehme. Ihr wisst ja, da war eine kleine... Ich sehe den Unterschied, du bist direkt viel besser. Ah, ja. Es war so eine kleine Odyssee, ihr wisst ja, das hat angefangen vor 3 Monaten, da bin ich ja umgezogen ungefähr. Oder eine Odyssee. Ja, weißt ja, kennst ja. Und, das Odysseum. Da bin ich von 1&1 dann zur Telekom, da war ich bei 1&1, weil ich war vorher bei Unity Media. Und die Flitzepiepen von 1&1, Marcel Davis, hat mir versprochen, dass ich VDSL direkt zum Umzug kriege, was da natürlich dann nicht war. Nach ungefähr 17 Telefonaten mit dem Techniker habe ich dann erfahren, dass das gar nicht möglich ist, erstmal für die nächste Zeit. Die Dame hat mich dann glücklicherweise mit vollem Verständnis, ist kein Witz, sie hat mich dann aus dem Vertrag gelassen, hat gesagt, ja, wir wollen sie nicht verarschen und so weiter. Also, wie gesagt, nach 17 anrufen. Und, der Taurus ist schon fleißig hier. Ja, eine Frau war da zwar, aber egal. Und, das Ding ist, ich bin dann so, hab dann bei der Telekom angerufen und gesagt, hallo, hier aus dem Vertrag, blablabla. Es hat eine Woche gedauert, dann hatte ich meinen neuen Internetanschluss, zwar DSL 6000 ist, aber eine Woche darauf hatte ich dann VDSL. Also ich habe in 2 Wochen VDSL bekommen, was 1&1 in 3 Monaten nicht hingekriegt hat. Und da muss ich jetzt echt mal sagen, vielen, vielen Dank an die netten Leute von der Telekom. Ich habe da wirklich die Leute, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe die zur Weißglut getrieben. Ja, ich kenne das ja. Ja, weiß ja. Wenn du das machst. Und ich helfe dir mal. Und die Sache ist die, ich wollte unbedingt halt, dass ich endlich mal wieder gescheit aufnehmen kann, weißt du, weil Watch Dogs stand in den Startlöchern. Ich wollte Sommerland weiter richtig zocken und alles. Ja, das Problem war, dass du halt die Videos hochladen musst und das bei dir ziemlich lange dauert. Also jetzt natürlich nicht mehr, aber davor. Genau, ich hab ohne Scheiß, ich hab pro Video, ja. Da, was machst du? Als ich 700... Die falschen Steine, du Sohn. Ach, sind die falschen? Oh. Hab ich 900 Minuten gebraucht, Alter. Ja, das ist bei mir übrigens so ein bisschen Standard. Also ich brauche im Schnitt jedes Video 300 Minuten. Das ist schon krass. Ja, das ist schon nicht so einfach. Du musst auch mal VDSL holen, aber du wohnst halt auch auf so einem Dorf, ne? Ja. Naja, auf jeden Fall hatte ich dann eine Ansprechpartnerin, die gute Svenja, kann ich ja ganz ehrlich sagen. Und wenn ihr mal Probleme bei der Telekom habt, müsst ihr euch mal an die wenden. Bei Telekom unbedingt hilft. An die Svenja wenden. Ja. Nee, aber die war wirklich sehr nett und hat mir da sehr, sehr gut zur Seite gestanden, hat mir auch sehr viele Tipps und Tricks gegeben und so weiter. Und hat sich dafür auch sehr, sehr gut eingesetzt. Also muss ich echt nochmal sagen, weil alle sich immer über die Telekom beschweren, ich bin da sehr, sehr gut behandelt worden und man hat sich wirklich das Problem angehört. Promi-Bonus. Nee, das nicht mal, Alter. Ich habe auch sogar darauf bestanden, dass ich wie ganz normaler Kunde behandelt werde. Sag mal, willst du das doppelt machen? Dreifach, aber das dann auf dem, also auch einmal hier auf der Seite. Ah, verstehe. Ja, okay. Und dass dann halt die Mitte begehbar ist und außen halt so. Ja. Ne? Aber ich würd dann auch Mauern an den Seiten machen, so weißt du? Also so mit Mauer meine ich jetzt diese Blöcke da. Naja, kriegen wir hin. Das kriegen wir hin. Ja, auf jeden Fall bin ich da sehr dankbar für, dass es dann alles geklappt hat. Und also wie gesagt, die Telekom ist nicht immer super, das gebe ich auch ehrlich zu. Ich mache ja auch keine Werbung. Aber ich persönlich hatte wirklich das Glück, dass ich einen guten Ansprechpartner habe. Also mein Tipp an euch ist, ja, das ist kein Quatsch. Wenn ihr bei der Telekom seid und ihr braucht Hilfe, weil euer Internet so schlecht ist, es geht nicht oder sowas, ruft nicht bei der Hotline an, sondern sucht die Facebook-Seite Telekom Hilft und postet dort euer Anliegen. Da sind Leute, die dann sich wirklich mit eurem Problem beschäftigen und nicht, die euch da immer vertrösten. So wie bei mir an der Hotline, da gab es auch immer erst, ja, wir kümmern uns drum, bla bla. Und da wurden mir auch unterschiedliche Sachen gesagt und da habe ich mich halt dann an die Facebook-Seite gewandt und dann ging das rucki zucki.
Und man hat mich auch wirklich ständig auf dem Laufenden gehalten. Also muss ich echt sagen, supi Arbeit. Mir wurde sogar angeboten, das möchte ich noch ganz kurz erzählen, mir wurde sogar angeboten, einen LTE-Stick zu schicken mit 50 Mbit Upload und die Telekom hätte die kompletten Kosten dafür getragen, bis der Internetanschluss geht. Also das müsst ihr euch mal überlegen. Ja, das wären mindestens, ich sag mal so 200-300 Euro für die gewesen, die dann ja bezahlt hätten einfach. Und das ist nicht selbstverständlich, finde ich. So, das wollte ich einfach nur mal gesagt haben. Ja, ist jetzt keine Werbung hier für die Telekom, aber ich muss auch mal loben, weil ich in letzter Zeit mich ja immer so viel aufgeregt habe. Tobiloben.de. Tobiloben.de, genau. Nee, und wer sich gerade fragt, wieso du dich so abgehakt anhörst, das liegt nicht an seinem Internet. Nee, das liegt tatsächlich am Teamspeak. Das ist aber schon immer bekanntlich das Problem. Also wer mal... ich würde die Mauer sogar noch mal zwei Blöcke erweitern, Sascha. Nee. Echt, so einen Popelgang willst du machen? Wir müssen ja noch so oder so immer noch überall Dynamit reinhauen. Ja, und die muss außerdem deutlich höher... Ich will sie... Ja, dann lass uns... Ja, klar machen wir die höher. Das ist aber erstmal so ein... Ja, okay, verstehe. Kann es maximal 1, 2, 3 auf 4 Blöcken hoch und dann... Nee, auf 3 Blöcken hoch und dann erstmal Mauern hochziehen. Ja, okay. Darum mache ich immer so stufenweise. Bei welchem Internetanbieter bist du denn? Ich bin auch bei der Telekom, aber wie gesagt, bei mir kann man mit VDSL halt gar nichts machen. Warum bist du eigentlich immer im Weg? Geh doch auf die andere Seite. Ah, ich will dich anfassen. Oh ja, geil. Nee, also bei mir ist VDSL und eine gute Internetverbindung, sind Fremdwörter bei mir. Aber es ist ja so, dass die nach und nach, also jetzt abgesehen von Telekom, auch Unity Media und so weiter, die bauen ja nach und nach die ganzen Gebiete aus. Hier soll jetzt bald 40 Mbit Upload kommen. Das heißt, ich brauche dann für ein Video hochzuladen, brauche ich 20 Sekunden. Ja? Sehr nett. Und das werde ich auch bestellen, weil die Produktivität dann natürlich deutlich höher ist. Jetzt brauche ich, glaube ich, 10 Minuten. mit 10 Mbit, also am Tag kann ich, wenn ich will, 20, 30, 40 Videos hochladen, aber das werde ich natürlich nicht machen, ich bin ja keine Maschine. Heißt ja nicht Tobi, ja? Der Tobi ist eine richtige Maschine in solchen Sachen, also in der Hinsicht, dass er immer sehr viel arbeitet. Eine richtig große Maschine, meinst du? Achso, ich dachte, du wolltest sagen, eine breite Maschine, aber... Nein, schöne Grüße an den Tobi. Für alle, die mal fragen, warum wir denn nicht mal mit dem Tobi mehr aufnehmen, da kommt bald also was. Wir hatten einen großen Beef, wir haben uns dann halt... Ja, der Tobi voll der Spasti, Alter. Haben dann fair, wie wir sind, 2-1 gemacht, so ohne Schlagstöcke und... mit Schlagringen, weißt du, Kids, ja, die GTA-Taste, die ich habe, ey. Ja, ich würde behaupten, bei uns kriselt es ein bisschen, aber das passt schon. Meinst du? Oder meinst du, der Tobi... Meinst du, wir können den Tobi wieder glücklich machen? Ob wir das können, weiß ich nicht, aber ich kann's. Nochmal dreimal hochziehen? Nee, ich mache jetzt nur zweimal und dann immer, eigentlich wollte ich... Was hast du, erklär mir das. So einen typischen Abstand so halt. Hier warum hast du das denn nicht hier mit? Guck mal. Ja, und dann, eigentlich. Und dann, warte, den hier. Das habe ich gemeint. You know? Ja, nee, das wäre dann, glaube ich, zu hoch, wenn du zwei hoch machst. Mach mal die Dings wieder weg hier. Die Blöcke. Nee, das soll schon in der Höhe bleiben. Also so mach erstmal kurz. Ach so. Also noch das mal. Ist hier über alles so. Ja, okay, dann machen wir das nochmal. Bei hoch. Ja, schreibt doch mal in die Kommentare, bei welchem Internetanbieter ihr seid und ob ihr und welche Probleme ihr schon mal hattet und welche Anbieter euch da schon mal geholfen haben. Würde mich sehr interessieren. Ja, also ich muss ja sagen, ich hatte früher, was heißt früher? Vor einem Jahr oder so hatte ich extreme Probleme hier mit der Telekom. Mhm. Und zwar war das bei uns so, dass so immer im Durchschnitt so alle 2 Stunden das Internet für so ein paar Sekunden ausgefallen ist. Oh, das ist. Und das ist halt richtig mies, weil du kannst nicht online spielen, du kannst nichts hochladen, es geht einfach nicht, weil es immer wieder unterbrochen wird. Das ist halt mega abgefuckt. Das war bestimmt 1-2 Monate so. War halt mega kacke. Oh, aber das lag dann ja, die, weniger die waren an Telekom. Früher, die waren, ja, hast du schon recht, die waren früher echt extrem mies, aber das hat sich meiner Meinung nach deutlich gebessert, weil die wollen halt kein schlechtes Feedback mehr so haben, weißt du? Also früher, muss ich ganz ehrlich sagen, hat die Telekom den schlechten Ruf auch verdient, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber das hat sich inzwischen eigentlich... Ja, das... So, ich ziehe jetzt mal die Mauer einfach mal, ich guck gleich mal, wie das aussehen könnte, wenn wir das jetzt so machen, pass auf, hier ist die Mauer. Würde jedem dann so ein Ding reinhauen. Warte mal. Chill mal. Pass auf, so. Das ist nicht zu hoch, Moment. Nein, das sieht voll geil aus. Und dann dazwischen Fackeln noch, weißt du, wie geil das aussieht? Na, Fackeln, das ist aber dann zu... Fackel dann die lange, Mann. Zu hell, weil es ist ja alles kaputt hier, es soll ja alles... Ja, stimmt. Ja, in der Dunkelheit. Wir werden natürlich auch noch die ganze Dings in der Dunkelheit zeigen. Überleg aber gerade, ob das nicht... Ich glaube nämlich, wir haben uns gerade ein bisschen verhaspelt hier. Warum? Because of... Because...
Oh, ich sehe, was du meinst. Because of you. Diesen Stein hier, die eignen sich viel besser. Weil die haben wir unten auch benutzt. Ja, die kannst du ja außenrum machen. Die inneren sind ja egal. Dann hau mal rein. Ich mach mal die Mauer weiter. Dann hau mal rein. Aber ich sehe gerade, guck mal hier. Warum geht die Guck Leiste mal hier hier. weiter runter? Warte mal, dann müssen wir das natürlich auch hier machen. So. Auf der anderen Seite glaube ich ja auch. Ja, sieht halt, ja, okay, sieht damit echt besser aus. Jockel. Dann sieht es auch ein bisschen älter aus und nicht so. Ja. Warst du schon mal in einer alten Burg? Also es gibt ja in Deutschland gibt es ja verschiedene Burgen, wo man hingehen kann. Ach so. Behindert? Oh mein Gott, ey. Ganz vergessen, Alter. Nee, mal Ja. für die Zuschauer. Kannst du mal sagen. Ja, ich bin relativ häufig auf Burgen, also jetzt zurzeit nicht mehr so krass wie, ich sag mal, früher. Aber ja. Häufiger. Ich war letztens auch, wo waren das? Das war in Cochem. Das ist so ein, ja, so ein kleines Örtchen an der Mosel. Und da gibt es auch eine Burg. Da kann man dann oben. Wie hieß die denn? Boah, weiß ich gar nicht. Kann ich dir nicht sagen. Aber ich finde es eigentlich. Da ist es echt Ja. schön. Kann ich echt nur empfehlen. Also Ach, ich auf fand's. einmal ist es schön. Ne, nicht die Burg hier. Also die Burg sah halt gut aus. So, weißt du, wenn du dich für Burgen interessierst, halt schick und so weiter. Das Ding ist aber, der Ort sah halt sehr, sehr schön aus. So an der Mosel und so. Ne? Wobei ich muss sagen, der schönste Fluss ist natürlich. Welcher? Der Rhein. Immer. Wir müssen nachher mal den TS-Chat-Room wechseln. Ja. Weil die Verbindung ist ja schon nicht Also bei mir bist du gerade immer pralle. flüssig eigentlich. Wahrscheinlich kommen die Ja, Errors immer, wenn du das nichts ist sagst. ein normaler Aggregatzustand von mir, wenn ich bei dir bin. Bin ich immer flüssig. Aggregatzustand 42. So, warte mal. Sieht aber nice aus, die Mauer, Alter. Aber ich sehe das gerade noch nicht mit den Steinen. Da Das muss man haben die auf die damals andere auch Seite gehen. gesagt. Oh Mann, Ich habe ey. nicht das Recht, eine Mauer zu errichten. Wir haben nicht das. Nee, was hat er gesagt? Ich weiß gar nicht mehr. Boah, wir sind so ungebildet, ne? Solche Du. ungebildeten Mongos, Alter. Wie er von sich selber redet. Ja, manche haben echt tolle Themen in den Kommentaren mal vorgeschlagen. Da gibt es auch sehr heikle Themen. Zum Beispiel. Ne, die verrate ich Was erst in der sagst du denn, nächsten ne, Folge. Moment, bevor wir es jetzt starten, was sagst du denn noch? Das habe ich bei mir schon im Singleplayer gemacht. Werbung aus. Was hast du denn zum Videopreis gesagt? Was sagst du denn dazu? Ja, habe ich ja schon auf Facebook geschrieben. Also, ich finde, so eine Gala und so, weißt du, das hat nichts mehr mit YouTube zu tun. Also, Was sagst du natürlich. denn zu den Wollte Gewinnern? ich gerade sagen, Gratulation an alle, die gewonnen haben, an den Gronkh, natürlich mit seiner 1000. Minecraft-Folge, die war auch schon sehr, sehr geil gemacht, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich finde aber, der Typ, der seinen Pimmel gezeigt hat und so, weißt du, warum? Okay, das ist ja, Ja, ich sag mal, ich finde, nee, bei dem schon so ein Running Gag, aber das passt natürlich nicht zum nee, du musst Videopreis und bedenken, es deswegen. haben auch Jugendliche oder Kinder teilweise Ja, geguckt und da natürlich. muss man dann nicht seinen Pimmel raus, weißt du, was ich meine? Also, und ich finde auch. Ich gönne es dem Kollega oder wie der heißt so sehr, ja, aber das hat. Dem Ich Kollege oder wie der da finde heißt. aber die anderen YouTuber, die dann in dieser Kategorie nominiert wurden, was waren das für eine Kategorie? Ich habe das nicht geguckt, deswegen weiß ich das gar nicht so. Das war erstens Kategorie Newbie, Ja, wo er das ist mit schon mal der seinem neuen lustig. Kanal. Genau. Obwohl, Finde ich das jetzt. finde ich gar nicht so. Also, ich finde, wenn er es irgendwo verdient hätte, dann in dieser Kategorie, weil der hat ja drei Preise gewonnen: einmal in der Kategorie Newbie, in der Kategorie, ich glaube, Triple A Was und. ist denn bei AAA? Was heißt denn AAA? Was meinen die denn damit? Ich habe, wie gesagt, den Videopreis nicht verfolgt, deswegen kann ich es euch leider Gottes nicht erklären. Ich weiß gar nicht genau, was das jetzt. Also, Triple A ist ja ungefähr klar, was das bedeutet. Also, so hochrangig, hochklassig. Ich weiß aber nicht, was es da für Kriterien gab. Aber das war für sein Video scheinbar für ein Lied. Jetzt bin ich irgendwie rausgetappt. Moment. Ich hoffe, die Aufnahme läuft noch. Ja, die läuft noch. Das sollte jetzt hoffentlich. Kannst auch kurz Ja. den Cut machen, wenn du willst. Ja, das kann passieren, dass gerade ein Cut war. Also, für die es gerade bei mir erschrocken haben. Genau, ein Passiert. Kollege hat. Einen Preis bekommen für sein Video von einem Lied von ihm eben. Das war schon ziemlich geil, also muss man schon sagen. Aber in der Kategorie Newbie verstehe ich das sogar, weil der hat ja, wie gesagt, einen Kanal aufgebaut und da macht er wirklich YouTube-Videos und da hat das mit Rap eigentlich relativ wenig zu tun. Hier und da natürlich auch mal ein Song, aber Ja, aber ich so finde, Aktionen wie das. der hat ja schon diese Reichweite ohnehin Ja, das schon. ist halt das. Ich sag mal, das Unfaire an diesem Webvideopreis gewesen, dass Ja.
Ja, halt, ja. Hat auch, ich glaube, der Lee Floyd hat auch geschrieben, dass er sehr, sehr peinlich fand, dass er der. Wie heißt der denn, der sein. Ach, müssen wir jetzt auch nicht sagen, aber auf jeden Schniesen. Fall. Schniesen. Ja, das Schniesen das, von das, den 257ern. Die machen eigentlich geile Musik, also. Ja, aber weißt du, das muss schade, nicht sein, eigentlich, ey. Das nee, natürlich muss es nicht sein. Also aber, aber das war klar, dass irgendwas passieren wird, wenn. Ne? Ja, wie gesagt, also wir waren. Der Tobi und ich waren sogar tatsächlich da eingeladen, aber ich habe das abgelehnt, weil. Es hieß, wir sollen an einem roten Teppich und so weiter. Wie gesagt, ich gönn's den Leuten, die da gewonnen haben, aber ich finde, ich bin jemand, der hier Computerspiele spielt und dabei kommentiert und blöde Bescheid. Nur weil er nicht nominiert wurde, sagt er das jetzt. Nee, selbst wenn ich, ohne Scheiß, selbst wenn ich nominiert gewesen wäre, ich wäre da nicht hingefahren, weil mir, wir sind normale Menschen, normale YouTuber, wir sind nicht irgendwie auf eine Gala oder sowas. Ich möchte nicht auf eine Gala und ich finde sowas wie zum Beispiel im Sony Center damals oder eben die Gamescom, oder wo du bei der RPC warst, sowas kann man ja gerne machen. Ja, aber ich muss mich da nicht als prominenter Heini da feiern lassen, indem ich mich da auf so eine Gala hinstelle. Weißt du, was ich meine? Ich bin doch nicht. Ich bin doch nur der Dennis, du bist nur der Sascha. So. Also ist meine Ansicht. Ich weiß ja nicht, wie du das siehst. Kannst ja gerne mal sagen. Würdest du denn dich nee, da. Nee, doch, ich. Ja. Also ich sag mal, wenn man da nominiert ist und eine Größe ist in diesem Business, sage ich mal, würde ich da hingehen, weil alles andere wäre, glaube ich, etwas zu. Ja, ich sag mal unhöflich, wenn man da nicht dahin geht. Ja, ich finde aber ich finde es aber bodenständiger, ehrlich gesagt, wenn man das ignoriert. Auch wenn man nominiert ist, ja, ich finde es irgendwie bodenständiger, wenn man sagt, ja, ist cool. Ja, aber das, naja, das kannst du auch nicht machen. Das kannst du nicht machen eigentlich. Wenn du schon nominiert bist, dann musst du da auch hingehen. Ja, natürlich. Das hat ja die Community entschieden. Ich sag ja, immer wieder, ich gönn's jedem, auch dem Gronkh vom ganzen Herzen, ja, weil er hängt sich da auch sehr, dann sehr auch rein. Dem Kollege, hast du ja gerade gesagt, du gönnst es jedem. Ich gönn's, wie gesagt, jedem, der gewonnen hat. Auch Lee Floyd, der macht ja auch wirklich super Videos, muss man ganz obwohl der nichts gewonnen hat. Hat er nichts gewonnen? Der Lee Floyd hat, ich habe doch gesehen, dass der Lee Floyd seinen Preis verteidigt hat zum letzten Jahr, habe ich doch irgendwo gelesen. Bin ich jetzt behindert? Der Lee Floyd hat nichts gewonnen. Okay, dann. Obwohl, warte. Gewonnen. Doch, definitiv hat der einen Preis gewonnen, weil ich habe nämlich gelesen, Lee Floyd, der hat mit dem Mobbing, genau, mit dem Mobbing-Video hat er gewonnen, jetzt fällt mir das gerade ein. Ich hatte letztens noch so eine Übersicht gesehen, mit dem Mobbing-Video. War der nicht nur nominiert, also der war in der Kategorie nominiert, ich weiß aber nicht, ob er gewonnen hat. Ja, mit dem Mobbing-Video hat er tatsächlich gewonnen. Doch, das kann echt gut sein. Ja. Okay, jetzt bräuchten wir TNT. Wir machen heute mal ein bisschen länger hier die Folge, oder? Dann dauert es bei dir nur 5 Wochen hochzuladen. Schon lange. Nee, wir machen mal Folgenposten. Der Taros muss ja auch hochladen, sonst dauert es zu lange bei ihm. Deswegen in der nächsten Folge quatschen wir einfach mal weiter darüber und ich würde mich mal gerne auf eure Kommentare stürzen. Deswegen schreibt doch mal bitte beim Taros oder bei mir stürzen in die Kommentare, wie ihr das mit dem Webvideopreis seht. Und ich möchte noch ganz kurz eine kleine Empfehlung aussprechen. Der Taros, der zockt auch die ganze Zeit Minecraft wie ein Bekloppter auf seinem Kanal. Macht das auch ganz gut. Deswegen schaut doch mal bei ihm vorbei. Der Taros-Kanal, den findet ihr bei mir auf YouTube rechts da. Ich bin jetzt zu faul, vielleicht habe ich ihn auch unter dem. Doch, ich habe ihn auch unter dem Video hier verlinkt. Doch, alles super. Abo, und, wie er mich verlinkt hat. Danke. Bola Sikle. Und schaut mal bei ihm vorbei. Der zockt auf jeden Fall Sommerland. Zockt er ja mit mir, wisst ihr ja. Echt? Und ja, wollte ich nicht sagen. Das sage ich einfach mal. Für diejenigen. Ich darf jetzt schamlos, aber das ist so irgendwie voll fies, wenn ich jetzt so hier schamlos Werbung mache. Hau raus, komm. Aber morgen ist der 29. und womöglich erscheint dann übermorgen bei mir die erste Folge von Mario Kart 8 auf der Wii U. Ja. Wenn Amazon denn den Lieferungstermin einhält. Das ist doch nice. Also ja, bei mir läuft zurzeit Watch Dogs. Könnt ihr euch auch reinziehen, wenn ihr wollt. Da bin ich wirklich am Suchten. Naja, wir quatschen in der nächsten Folge einfach mal weiter. Also beim Taros mal unbedingt gucken für alle Minecraft-Junkies. Der zockt da noch weiter. Und wir werden, hier oben musst du die Steine machen, die genau die gleichen Blöcke wieder, weil ich finde es cool, dass der Weg so ein bisschen verkürzt ist. Na, mach mal den nächsten. Okay, also bis dahin und vielen, vielen Dank fürs Zusehen und vielen Dank nochmal an die beste Community, die immer bei Minecraft dabei ist und sehr viele Kommentare postet. Also wir wollen gerne auch von euch wissen, wie eure Internetleitung ist, bei welchem Anbieter ihr seid, ob ihr schon glücklich damit seid und wie ihr zum Webvideopreis steht. In der nächsten Folge quatschen wir einfach mal weiter darüber, weißt du? Okay. Ne? Wir bauen mal eine Burg weiter und die Zwergenmine vom Taros geht bald auf weiter. Wir hängen. Ach, komm, es passiert noch so viel. Haus rein, ciao. Bis zum nächsten Mal, tschüss. Und den Namen vergeben wir auch noch. Tschüss.